herzliches Willkommen. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Ja, wir haben weiterhin Sonne in Zwillinge, Mond im Skorpion, kommunikativ mit der Sonne im Zwilling. Wir haben weiterhin sensitive Energie mit Venus in Krebs und auch mit Neptun und Saturn. Wir haben kämpferische Energien mit dem Mars im Löwen und wir haben natürlich Pluto weiterhin rückläufig im Wassermann. Jupiter, Uranus und Merkur befinden sich weiterhin im Stier. Die Energie ist also fortschreitend, so wie die letzten Tage. Langsam machen, gut überlegen, sich eben vorstellen, wie man etwas umsetzen möchte und natürlich gut miteinander kommunizieren, liebevoll miteinander umgehen, hilfsbereit sein und natürlich auch immer daran denken, dass man nichts überstürzen muss, sondern dass man planvoll vorgeht und dann eben auch überprüft, ob die Dinge Hand und Fuß haben. Denn Neptun und auch die Sonne mit der Kommunikation können schon mal dafür sorgen, dass man eben ein bisschen sehr forsch nach vorne drängt und vielleicht nicht genau hinschaut. Daran erinnern Jupiter, Merkur und Uranus, dass man das eben versucht. Ja, ich wünsche euch einen schönen Freitag und wir schauen uns an, was wir in den Karten für euch haben. Herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Wir haben die Sonne weiterhin im Zwilling. Wir haben auch den Mond weiterhin im Skorpion. Tiefgründige Gedanken. Man sollte natürlich nicht zu negativ alles sehen. Man soll den Dingen auf den Grund gehen, nachforschen oder sich vergewissern. Aber man soll eben nicht zu negativ unterwegs sein. Das kann mit Mond im Skorpion schon mal passieren. Wir haben auch natürlich mit der Sonne im Zwilling, Kommunikation, auch da sollte man nicht zu negativ argumentieren. Das wäre nicht so schön. Wir haben eine sehr empfindsame Energie mit Venus ja im Krebs, Neptun und Saturn in den Fischen. Gefühlvoll entgegenkommend, sensitiv und wir haben natürlich den Mars im Löwen, da möchte man was erreichen. Allerdings sollte man da, wie gesagt, freundlich bleiben, entgegenkommend. Wir haben Jupiter, Merkur und Uranus weiterhin im Stier, auf dem Teppich bleiben, langfristig denken, nicht kurzfristig, das wäre ganz gut. Und ich denke auch, dass du als Widder das gut bisher auch gehandhabt hast, bleibe dabei. Ja, wir schauen uns an, was wir am heutigen Freitag für den Widder haben. Das ist sehr gut, das bedeutet nämlich Gefühl und Intellekt im Einklang, liebevolle Energie mit den Liebenden, und 10 der Kelche. Also ich denke mal, dass du, dass es dir richtig gut geht, gefühlsmäßig und so, dass du ja mit Herzblut dabei bist. König der Schwerter ist auch sehr sachlich natürlich, aber man kann die Gefühle eben gut artikulieren. Man kann sich gut mitteilen und man kann vielleicht auch Dinge klären im Gefühlsbereich. Keine schlechte Idee, wenn es da was zu besprechen gibt. Oder wenn da irgendwas im Raum steht. Mit der tiefgründigen Energie des Skorpions sollte man aber nicht bohren oder, ich sag jetzt mal, zu misstrauisch sein, gerade so im privaten Bereich, ne? Nicht zu negativ denken. Cool down, liebevoll, genieß es, ja. Sprich über die Dinge, die dir auf dem Herzen liegen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und man kann damit durch die Offenheit und Ehrlichkeit sehr viel erreichen. Und das solltest du heute auf jeden Fall anstreben. Ja, ich wünsche dir natürlich einen schönen, angenehmen und liebevollen Freitag. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Wir haben Jupiter, Merkur und Uranus in deinem Zeichen. Da bist du geerdet, da bist du in deinem Element. Wir haben mit der Sonne in Zwillinge natürlich eine sehr kommunikative Energie. Gespräche, aber auch Ablenkung. Das sollte nicht dazu führen, dass du dich von deinen Pflichten ablenken lässt. Wir haben den Mond im Skorpion. Das macht zum Teil ehrgeizig, zum Teil auch misstrauisch. Und man kann die Dinge auf den Punkt bringen, man kann aber damit eben andere auch verletzen. Da sollte man aufpassen. Gerade da wir die Venus im Krebs haben, Neptun und Saturn in den Fischen, da sollte man fürsorglich sein, nett sein, entgegenkommend,
aber nicht so, ich sag mal, den wunden Punkt direkt ansprechen oder aufs Tablett bringen. Das wäre vielleicht keine gute Idee. Mars ist im Löwen, man möchte sich durchsetzen, man möchte Dinge angehen, was auch gut ist, aber auch da nicht übertreiben. Ja, Pluto ist im Wassermann, hat jetzt keine großen Auswirkungen. Ich denke mal, es ist wichtig, dass du die Dinge im Blick hast, dass eben auch die sensitive Energie bei dir eine große Rolle spielt und dass du dich von Mars im Löwen nicht dazu hinreißen lässt, jemandem zu nahe zu treten, auch im Beruf nicht, ne? Wenn man wütend ist oder wenn man aufgebracht ist. Was haben wir heute für den Stier? Der Eremit, das ist eine sehr gute Karte, weil auch Erdenergie, es geht darum, gut zu planen, gut vorzubereiten, sich auch über Konsequenzen Gedanken zu machen, zu wissen, wo die Stärken und Schwächen liegen, ja, und dann entspannt darüber zu sprechen, zu diskutieren vielleicht auch, ne? Aber dann muss auch eine Lösung her. Strategisch, wie geht man vor, um gewisse Dinge zu managen, mit der Gruppe, mit den Kollegen vielleicht oder mit der Familie, je nachdem. Es geht darum, dass alle irgendwo zu Wort kommen und alle mitwirken können. Da ist das Team. Es geht darum, dass wir zu unterstützen. Und das ist auch so im Sinne der Venus in Krebs. Also nicht eigenmächtig irgendwas machen, sondern besprechen, also sich austauschen, überlegen vorher, was man in die Diskussion einbringt und wie man das umsetzen möchte, aber eben auch offen sein für die Wünsche oder Vorschläge der anderen. Das ist heute, glaube ich, sehr wichtig, denn wie gesagt, mit der skorpionischen Energie will man auch den Dingen auf den Grund gehen. Aber man sollte sich nicht da, ich sage jetzt mal, festbeißen, sondern irgendwann auch eine Lösung anstreben. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du mit deinen Leuten gute Lösungen erarbeitest und dass ihr euch gut versteht. Und wichtig ist das Team. Viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Freitag, 2. Juni 2023. Wir haben die Sonne im eigenen Zeichen, das bestärkt. Wir haben den Mars im Löwen, da möchte man vorangehen, die Dinge gut rüberbringen. Wir haben den Mond im Skorpion. Das ist so ein bisschen auch ehrgeizig, ja, aber man sollte eben nicht übertreiben. Und die skorpionische Energie kann bisweilen auch so ein bisschen Neid hervorrufen oder eben Missgunst irgendwo. Das sollte man nicht so vor sich hertragen, das wäre ganz gut. Wir haben Jupiter, Merkur und Uranus im Stier. Das hilft dir, langfristig eben die Dinge zu sehen und auch die Mitspieler, die mitwirken an den Dingen, eben auch mit einzubeziehen. Wir haben auch Venus im Krebs, sehr empfindsam, sehr sensitiv, aber auch intuitiv. Wir haben ja die Fische-Energie in Neptun und Saturn. Neptun kann dich ein bisschen durcheinander bringen, das haben wir ja schon gehört. Lass dich davon nicht irritieren, bleib bei den Fakten und bleibe natürlich höflich und entgegenkommen. Und lass dich nicht zu schnell von anderen Dingen, von dem abbringen, was du eigentlich machen musst oder wo andere vielleicht darauf warten. Sei zuversichtlich, aber auch zuverlässig. Das ist ganz wichtig. Was haben wir heute für den Zwilling? Ja, Beziehungen sind wichtig und da ist natürlich die Verlässlichkeit, das Vertrauen wichtig. Wir haben Veränderung, Transformation. Beziehungen können sich verändern, ja. Und wir haben die 9 der Münzen, Selbstfürsorge. Das bedeutet, nimm dir nicht zu viel vor, aber das, was du tust, machst du so, dass du mit dir selber zufrieden bist und übernimm dich nicht. Die 9 der Münzen ist ja auch immer diese Selbstfürsorge, dass man eben selber sich nicht zu viel zumutet. Das ist wichtig, damit man das, was man tun muss, auch gerade in Bezug auf Beziehungen, dann eben auch adäquat hinbekommt. Ja, 9 der Münzen steht auch kurz vor dem Durchbruch, deswegen braucht man Geduld. Man darf das nicht forcieren, ne, krampfhaft voranbringen. Wir haben den Stern. Das heißt, du kannst sehr viel erreichen, indem du dich auf dein Inneres besinnst, auf das, was du schon erreicht hast und auch auf die Beziehungen, die sich gewandelt haben. Das kann auf der einen Seite eine Weiterentwicklung sein in Beziehungen, aber auch, ich sage jetzt mal, sich von Beziehungen distanzieren, die einen nicht weiterbringen, das zu unterscheiden. Ne? Eine, ich sag mal, heilende Energie auch im Sinne von, ich sortiere, ja, wo komme ich weiter und wo ist da irgendwo auch eine Mauer oder wo habe ich mich da vielleicht auch
naja, ein bisschen blenden lassen oder so. Das kann im Beruflichen sein, das kann aber auch privat sein. Also achte darauf, was du in deinem Inneren fühlst. Denn wir haben durch diese sensitive Energie eben auch so ein bisschen Intuition, die uns hilft, den richtigen Weg zu finden und die richtige Wahl zu treffen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, gutes Gelingen, einen schönen Freitag und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Freitag, 2. Juni 2023, mit Sonne in den Zwillingen und dem Mond im Skorpion. Da ist natürlich viel Kommunikation drin, aber auch sehr, sehr viel Misstrauen. Sehr, sehr viel auch, ich denke mal, Nachdenklichkeit und Hinterfragen und so weiter. Versucht das nicht zu stark in den Vordergrund treten zu lassen. Mit der Venus im eigenen Zeichen ist das nämlich eine schöne Zeit, eine kreative Zeit, auch mit Neptun und Saturn in den Fischen, wo man sich eben auch wohlfühlt und wo man miteinander gut über Dinge reden kann. Man sollte aber nicht auf dem wunden Punkt rumhacken. Das ist nicht so gut oder wäre nicht so gut, ja. Wir haben Jupiter, Merkur, Uranus im Stier, was eben auch Erdenergie ist. Pragmatismus, langsam machen, gut überlegen, langfristig denken und planen, ja. Und das bedeutet eben nicht nur alleine, sondern auch in Gemeinschaft, in Familie oder eben in Kollegenkreis und Firma und so weiter. Wir haben den Mars im Löwen, das kann auch im Zusammenspiel mit Mond im Skorpion dazu führen, dass man zu viel will, dass man möglicherweise auch dem anderen so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt. Das wäre eine denkbar schlechte Idee, ja. Schauen wir uns das mal an für den Krebs. Eigenliebe ist wichtig, ja. Das ist auch so eine gewisse, ja, so ein gewisses Selbstvertrauen in sich. Das Abwägen der Prioritäten, was jetzt sein muss und was nicht unbedingt sein muss. Und dann die Entscheidung. Also es geht darum, dass du auf der einen Seite natürlich auf dich selber achtest, ja, und dir überlegst, was dir wirklich wichtig ist und dann eine Entscheidung triffst. Und hier haben wir den Widerstand. Es kann sein, wie ich eben sagte, dass du etwas zu sehr möchtest und da vielleicht auch so ein paar unbewusst unlautere Mittel anwenden könntest, ja. So ein bisschen Manipulation, gar nicht böse gemeint, ne? Aber das wäre heute nicht gut. Ja, wir haben die skorpionische Energie und ich glaube, dein Gegenüber würde das merken und dann ist der Knatsch da. Das sollte man, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Ja, also bleib ruhig, bleib ganz bei dir, setze Prioritäten. Vielleicht ist auch hier die Entscheidung, dass du diese Entscheidung auch vor anderen, ja, verteidigst, sage ich jetzt mal, oder argumentierst. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur, dass du jemanden irgendwo hinschubst, wo er eigentlich nicht möchte, das wäre heute nicht wirklich eine gute Idee. Also halte dich dabei etwas zurück. Aber ansonsten kann man das besprechen und man kann sich einigen, klar. Aber wichtig ist, dass du mit dir im Reinen bist und dass du damit gut zurechtkommst. Ich wünsche dir einen schönen Freitag. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Freitag, 2. Juni 2023. Wir haben die Sonne im Zwilling, das fördert die Kommunikation. Wir haben den Mond im Skorpion, das macht misstrauisch, vielleicht auch schlecht gelaunt oder negativ denkend, sagen wir es mal so. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da eben nicht in Groll verfällt oder in Rachegedanken, je nachdem, um was es geht. Wir haben den Mars im Löwen, da möchtest du dich auch sehr gerne sehr stark durchsetzen. Das wäre vielleicht nicht so gut. Wir haben nämlich Jupiter, Merkur, Uranus im Stier. Überlege, ob das langfristig eine gute Idee ist, ja, und überlege dir auch, welche Auswirkungen das haben könnte. Wir haben die Venus im Krebs. Und wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Das bedeutet, je sensitiver du auch auf deine Mitmenschen zugehst, egal ob es jetzt Kollegen sind oder Familie zum Beispiel, es ist wichtig, dass man das nicht außer Acht lässt. Also, dass man eben auch einen gewissen Charme an den Tag legen kann. Diese skorpionische Energie sorgt auch dafür, dass eben andere nicht so leicht sich überzeugen lassen. Und es kann natürlich sein, dass sich das vielleicht ein Stück weit ärgert, sollte es aber nicht, denn diese Energie ist heute halt eben noch da.
Das wird nächste Woche oder am Wochenende auch schon besser. Wir haben für dich die Intuition. Du spürst, wenn etwas nicht so gut angebracht ist in dem Moment. Und da solltest du dich dran halten. Die Entscheidung liegt natürlich bei dir, wie du damit umgehst. Und es kann sein, dass du aus deinem Stolz heraus, aus dem Moment heraus oder vielleicht auch aus der Situation heraus kopflos reagierst oder überreagierst oder zu schnell eine Entscheidung triffst oder vielleicht auch, weil du einfach nicht mehr warten willst. Ne? Wir haben hier die 5 der Münzen, das solltest du gut überlegen. Ja? Es liegt natürlich bei dir und du darfst das natürlich vollkommen selbst entscheiden, aber die Karten raten dir davon ab, eine heute kopflose, unüberlegte und vielleicht nicht so ganz rationale Entscheidung zu treffen. Da solltest du zumindest einen Moment innehalten und nochmal drüber nachdenken. Also ich will dir das jetzt nicht komplett ausreden, aber wir sehen ganz klar die Warnung, höre auf deine Intuition und wenn du irgendwie vielleicht dazu neigst, sagen wir mal wütend zu werden, dann solltest du nochmal einen Moment zurücktreten, tief durchatmen und dann nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Weil wir müssen langfristig planen. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Kontakt dadurch vernichtest, kann dir das im Nachhinein vielleicht leid tun, aber es ist nicht zurückzunehmen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Also überlege gut. Ich wünsche dir aber viel Erfolg, gutes Gelingen und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Was haben wir für die Jungfrau? Wir haben natürlich Jupiter, Uranus und Merkur im Stier. Das unterstützt die Jungfrau enorm und ist eben Erdenergie, wo man langfristig plant und nichts übers Knie bricht, sondern gut überlegt vorgeht. Du bist ja das Organisationstalent. Wir haben den Mond im Skorpion, der kann so ein bisschen deine Kontrollsucht verstärken. Also, dass du Dinge zu sehr unter deine Fittiche nehmen möchtest, zu sehr Einfluss nehmen möchtest. Sei da bitte vorsichtig. Wir haben mit der Zwillinge-Sonne natürlich gute Kommunikation. Man kann sich gut austauschen und so weiter. Wir haben aber auch mit dem Mars im Löwen ein bisschen zu viel Durchsetzungswunsch, ja. Und wir haben auch mit Neptun natürlich auch gefühlsmäßig so ein bisschen Unklarheit. Und da sollte man vielleicht erstmal die Fakten klären und vielleicht auch nicht zu selbstsüchtig oder zu schnell vorgehen. Wir haben immer noch die Venus im Krebs, Neptun und Saturn in den Fischen. Das bedeutet, dass eben auch deine Gegenüber, genauso wie du, auch so ein bisschen sensibel sind, empfindlich sind und das vielleicht nicht gut verkraften würden. Ja, wir haben, wie gesagt, auf der einen Seite gute Kommunikation, auf der anderen Seite Ablenkung oder zu viel von Kommunikation kann auch sein. Also lass dich nicht zu irgendwas hinreißen. Schauen wir mal. Neue Wege gehen im Gefühlsbereich, sich neuen Dingen öffnen. Eine solide Basis, du weißt, wo du hingehörst, du weißt, wo du die Rückendeckung bekommst, die du brauchst und du hast deine Leute in deinem Umfeld, die zu dir stehen, die dich unterstützen und die dir den Rücken frei halten. Das ist ja schon mal viel wert. Und dann haben wir den Wagen. Das ist der Erfolgswagen sozusagen. Die Dinge in der Spur halten bedeutet nichts anderes, als dass man nicht zu weit in die eine oder andere Richtung ausscheren sollte. Weder sollte man sich total zurückziehen, noch sollte man übereifrig sein. Also einen gesunden Mittelweg finden mit den Leuten, ja. Und auch wenn du was Neues ausprobierst, sollte dich das natürlich nicht in Gefahr bringen, deinen Pflichten nicht nachzukommen oder eben irgendwas zu vernachlässigen. Oder vielleicht auch, ein bisschen zu genau zu sein. Ja, ich denke mal, dass du dich auf das, was da ist, auf jeden Fall gut verlassen kannst. Und jetzt geht es darum, ein gesundes Maß der Dinge einzuhalten. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Das solltest du hinbekommen. Ich wünsche dir einen schönen Freitag und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Sonne in den Zwillingen ist toll, fördert die Kommunikation. Pluto im Wassermann entzieht ein bisschen Kraft. Und Mars im Löwen steigert natürlich die Ansprüche. Und deswegen sollte man ein bisschen bedächtig vorgehen oder bescheiden, könnte man auch sagen. Wir haben die Venus im Krebs.
Also der Umgangston oder das Miteinander sollte sehr familiär sein, also liebevoll, auch mit Neptun und Saturn in den Fischen. Man sollte nicht zu viel fordern, sondern man sollte das Miteinander genießen. Auch mit der Erdenergie Jupiter, Uranus und Merkur im Stier. Da ist man nämlich auf dem Teppich bei dem, was gerade anliegt. Und man kommt damit zurecht. Man ist da auch in gewisser Weise bescheiden und ja, anpassungsfähig. Was haben wir heute für die Waage? Gespräche in aller Ruhe, das ist gut. Sechs der Schwerter ist immer, wir tauschen uns in aller Ruhe aus, wir diskutieren vielleicht auch, aber wir streiten uns nicht. Beobachten und lernen bedeutet eben auch eine gewisse Sensitivität haben. Wie ist die Stimmung? Kann ich vielleicht da was sagen oder lieber nicht? Ja, ich beobachte, wie andere vielleicht auch Dinge tun und kann daraus lernen. Ich mache mir Sorgen als Waage über gewisse Dinge, die ich vielleicht auch beobachte. Es ist gut, darüber zu reden, aber das sollte schon in aller Ruhe und auch vielleicht nicht nur reden, sondern auch zuhören bedeuten. Wir haben Gespräche auf Augenhöhe, das bedeutet Sorgen und Nöte teilen. Also nicht in dich hineinfressen, nicht so tun, als wären sie nicht da. Sich wirklich auch mal ein paar Gedanken machen, wie die Dinge zusammenhängen, darüber sprechen, was man sich vielleicht auch wünscht oder wo man hin möchte, ja. Und es ist immer besser, sich auszutauschen, als wenn man das tatsächlich versucht, mit sich alleine auszumachen. Ich glaube, dass es auch Leute gibt in deinem Umfeld, die genauso Ängste und Befürchtungen haben und die sich darüber freuen würden, wenn du das Gespräch aufnimmst. Jetzt mit dem Mond im Skorpion haben wir eben auch einige negative Gedanken. Wir haben vielleicht auch Ehrgeiz da drin, vielleicht auch die Sorge, dass irgendwas nicht so klappt. Tausch dich aus mit denen, denen du vertraust. Also nicht mit jedem X-beliebigen natürlich, aber mit Leuten, von denen du auch eine ehrliche Antwort erwarten kannst und wo du die auch aushalten kannst. Ja, das ist ja nicht immer angenehm, wenn man über solche Dinge spricht. Und ich denke, dass du da jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, kann auch privat sein, dass man über ein paar Sorgen und Nöte reden kann. Und ich denke auch, dass du die aus der Welt schaffen kannst, gemeinsam mit deinem Gegenüber. Also hab einen schönen Freitag. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Ja, wir haben die Sonne im Zwilling, den Mond in deinem Zeichen. Die Zwillingenergie macht dich nervös, fahrig und bisweilen auch vielleicht ein bisschen verärgert, weil so viele Leute was von dir wollen oder weil, sagen wir mal, du das Gequatsche so ein bisschen oberflächlich empfindest. Das muss nicht wirklich oberflächlich sein, aber es kann dir so vorkommen. Und das macht dich bisweilen auch schon ein bisschen ärgerlich. Es ist gut, sich ein paar Gedanken zu machen, wenn man nicht übertreibt. Wir haben die Venus im Krebs, das solltest du auf jeden Fall genießen, auch mit Neptun und Saturn in den Fischen. Du solltest nicht zu negativ unterwegs sein. Sieh dir die schönen Dinge an, halte dich an die Fakten mit Jupiter, Merkur und Uranus und das, was du selber auch dazu beitragen kannst, die Dinge zu verbessern. Selbst wenn du schlechte Laune hast, dann solltest du dir den nächstbesten Lichtblick selber suchen und versuchen eben dich auch an kleinen, schönen Dingen ein bisschen hochzuziehen. Ja, wir haben den Mars im Löwen. Da kann es natürlich dazu kommen, dass man sich unbedingt durchsetzen möchte, dass man vielleicht auch so ein bisschen eigenwillig reagiert. Pluto ist im Wassermann rückläufig, hat jetzt keinen direkten Einfluss, aber kann schon auch manchmal so das Gefühl aufkommen lassen. So, jetzt will ich aber auch mal, dass meine Wünsche berücksichtigt werden. Ich denke, dass deine Wünsche schon berücksichtigt werden, nur dass du vielleicht von deinem Standpunkt aus das nicht so ganz siehst. Wir schauen uns das jetzt mal an, was wir haben für den Skorpion. Der Magier, tolle Ideen, ja, mit dem Magier. Wir haben die Detailfragen. Ja, man sollte sich das Ganze genauer anschauen, wie ich schon sagte. Die Ideen, ob gut oder nicht so gut. Es geht darum, etwas zu verändern. Und eine große Reise beginnt immer mit einem kleinen Schritt. Und wenn du Änderungen haben möchtest, beginnt es auch bei dir mit einem kleinen Schritt. Und deswegen sollst du dir die Dinge genauer anschauen, was du von deiner Warte aus mitgestalten kannst. Und da ist die Heilung drin mit der Wassermannkarte der Stern. Du kannst nur dann etwas verändern, wenn du bereit bist, flexibel, offen
Und ich denke auch im Kollektiv, ja, auf die anderen zuzugehen, mit den anderen gemeinsam an etwas zu arbeiten. Und selbst wenn du, sagen wir mal, ein bisschen durchhängst, launemäßig oder wenn zu viel los ist, hast du trotzdem deine tollen Ideen. Und deswegen solltest du dich, um dich daran auch positiv zu bereichern, ein bisschen daran arbeiten, diese Dinge zu verfeinern. Wie gesagt, auch im Kollektiv, auch in Zusammenarbeit mit deinen Leuten. Und ich glaube, dass du dann so ein bisschen aus diesem zu viel Nachdenken und zu viel Grübeln und zu viel Hinterfragen ein Stück weit rauskommst. Das Machen lenkt nämlich vom zu viel Denken ab. Und das wünsche ich dir, einen schönen Freitag und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Sonne im Zwilling, Mond im Skorpion. Auf der einen Seite gute Kommunikation, auf der anderen Seite grüblerisch, nachdenklich und vielleicht auch so ein bisschen negativ angehaucht. Wir haben dazu Mars im Löwen. Da kann man sehr schnell sehr ärgerlich werden. Auch wenn Pluto im Wassermann rückläufig ist. Es ist okay, dass man auch mal schlechte Laune hat oder vielleicht auch ein bisschen sauer ist, okay. Aber man sollte auf dem Teppich bleiben mit Jupiter, Merkur und Uranus. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Neptun hat auch Einfluss auf den Schützen und Saturn möchte aber, dass du deine Gefühle im Griff hast. Die Venus im Krebs macht alles ein bisschen familiär, kann auch manchmal für einen Schützen oder ein Feuerzeichen grundsätzlich ein bisschen einengend wirken, aber es kann auch sehr angenehm sein, wenn man eben weiß, man ist nicht alleine und andere kümmern sich um einen. Ja, schauen wir uns das jetzt mal an, wie das aussieht für den Schützen am heutigen Freitag. Ja, irgendwas kommt an die Oberfläche mit dem Mond. Darüber solltest du mit jemandem, der dein Vertrauen genießt, im Privaten sprechen. Und das bringt den Erfolg. Also es ist wichtig, dass du dich jemandem auch anvertrauen kannst. Aber wie gesagt, das muss schon jemand sein, dem du auch vertraust, der dir auch offen und ehrlich die Dinge sagt, wie sie sind, sie nicht beschönigt, ja, sondern eben auch, naja, Kritik üben darf auch an dir. Und vielleicht dir auch ein paar Dinge bewusst macht, die du selber gar nicht so mitbekommst. Also es ist auch eine schöne Energie für Beziehungen, wenn man vielleicht zum Beispiel so ein bisschen Hemmungen hat, Dinge mit dem Partner, der Partnerin zu besprechen, dann kann eben dieses sich öffnen, auch mit Intuition und mit Feingefühl, kann zu großem Erfolg führen. Und an dem kann man dann mit den vier der Münzen auch festhalten. Also du kannst dich daran auch wirklich hochziehen. Kann natürlich auch sein, dass, ja, dass in Beziehung etwas geklärt wird oder dass etwas gefühlsmäßig getriggert wird bei dir. Also nicht unbedingt durch die Person, aber ein Ereignis, eine Sache. Deine Gefühle werden aufgewühlt und du weißt ja, mit Neptun in den Fischen bist du dafür anfällig. Und wenn du das teilst, also nicht alleine mit dir ausmachst, kann das sehr viel Vertrauen aufbauen und dich eben auch bereichern. Und das solltest du heute im Auge haben. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Wir haben die Sonne im Zwilling, den Mond im Skorpion. Da ist viel Kommunikation drin, viel Misstrauen und Nachdenklichkeit, möglicherweise auch schlechte Laune. Kann auch sein, dass irgendwas Negatives rüberkommt, auch von deiner Seite. Beides ist möglich. Wir haben Jupiter, Uranus und Merkur im Stier. Das hilft natürlich, ja, erleichtert das ein oder andere. Die Venus im Krebs erleichtert auch einiges, dadurch, dass sie gefühlvoll ist, ja, so ein bisschen ja, miteinander, kollektiv und gemeinschaftlich und so weiter, und dass du dich da ganz wohl fühlst. Auch mit Neptun und Saturn in den Fischen. Da ist Freundlichkeit drin, auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht so freundlich ist. Ja, also da gibt es genug Gegenbeispiele, die dich dann wieder hochziehen. Wir haben den Mars im Löwen und der möchte sich vielleicht auch krampfhaft durchsetzen oder möchte einfach jetzt und sofort Entscheidungen treffen. Das ist nicht immer gut. Und momentan eben auch, sagen wir mal, mit der skorpionischen negativen Gedankenwelt kann es sein, dass man da auch ein bisschen, naja, ich sag mal,
zu direkt ist, zu forsch ist und anderen damit auf die Zehen tritt. Das wird nicht gut verarbeitet mit der Venus in Krebs und deswegen sollte man da zumindest erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, da ist das Risiko. Ob sich das Risiko lohnt oder nicht, das solltest du vorher abwägen. Die Erkenntnis kommt auf jeden Fall. Da sind auch die Gespräche, die Klarheit darüber, ob sich das lohnt. Und da ist das Gericht nach Faktenlage natürlich ein Urteil fällen. Ne? Es geht darum, sich wirklich darüber klar zu werden, ob ein oder mehrere gewisse Risiken oder ein Risiko es wert ist, da gewisse Dinge aufs Spiel zu setzen. Sei es jetzt, dass man jemandem die Meinung sagen möchte oder dass man jemandem ja vielleicht irgendwo was sagen möchte, was der nicht so gut verkraftet. Wir haben den König der Kelche. Das Beste, was du tun kannst heute, ist natürlich freundlich entgegenkommen, liebevoll zu sein, ein offenes Ohr zu haben und trotzdem natürlich deinen Weg zu gehen. Das heißt aber ohne Ellenbogen, sondern, ja, ich sag jetzt mal, du kannst deine Ziele auch erreichen, indem du charmant bist, indem du entgegenkommend bist und machst dir dadurch auch eben Freude. Und dieses Risiko, das wirst du sowieso als Steinbock, denke ich, vorher abwägen und du wirst es auch mitteilen, bevor du es zum Beispiel umsetzt. Und dann ist das Urteil, ich kümmere mich darum, ich kümmere mich auch um die, die daran beteiligt sind, aber ich gehe meinen Weg. Warum nicht? So okay. Aber wie gesagt, das Risiko muss vorher gut überlegt sein. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, viel Erfolg. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Was erwartet dich als Wassermann an diesem Freitag? Der Pluto im Wassermann ist rückläufig und entzieht dir Kraft. So wie die letzte Woche. Es geht darum, dass man sich nicht übernimmt, dass man sich nicht zu viel vornimmt oder auch nicht zu überhöhte Anforderungen hat an sich und an andere. Wir haben nämlich den Mars im Löwen und wir haben die Sonne in den Zwillingen. Da kann man dich leicht für was begeistern. Man möchte dich vielleicht auch mit einer Sache betrauen. Du musst aber abwägen, ob das wirklich so in deinem Sinne ist und ob du das auch wirklich möchtest. Wir haben Jupiter, Merkur, Uranus im Stier. Bedeutet, langfristig überlegen, bringt mich das weiter? Möchte ich das wirklich? Und bringt mir das auch was langfristig gesehen? Ja, Venus im Krebs ist sehr liebevoll, fürsorglich, mütterlich, zartfühlend, beseitet, aber auch intuitiv, Bauchgefühl, Warnungen aussprechend. Also wenn man das spürt, sollte man dem schon nachgehen. Also ist es von allem was vorhanden. Mit dem Mond im Skorpion kann man über ehrgeizig werden, da muss man aufpassen. Zu viel wollen und man kann auch, wenn es nicht klappt, ein bisschen böse werden. Und das sollte man sich gut überlegen. Wie gesagt, die Sensitivität ist auch bei anderen hoch. Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge, das ist schön. Man kümmert sich oder wird bekümmert. Die 7 der Schwerter, man weiß nicht, was einen erwartet. Und die 5 der Münzen. Das bedeutet, dass man vielleicht davor zurückschreckt, etwas in Anspruch zu nehmen oder zu tun, weil man nicht weiß, was dabei herauskommt. Also entweder ist es eine Person oder es ist eine Sache, eine Entscheidung. Vielleicht ist auch, wie gesagt, diese Fürsorglichkeit ungewohnt für dich. Das kann auch sein, dass du es nicht gewohnt bist. Ne? Und deswegen bist du da ein bisschen distanziert. Wir haben den Gehängten. Du musst ja nicht sofort alles so annehmen, was dir geboten wird, aber du kannst es ja erstmal dir anschauen, unvoreingenommen, ohne dass du im Vorfeld schon verurteilst. Ne? Das liegt natürlich an dir. Das ist etwas, wo du nicht genau weißt, ist das gut, ist das nicht gut, möchte ich das nicht. Das wirst du aber nur erfahren, indem du es ausprobierst. Das heißt aber nicht, dass du dich direkt verpflichten musst. Ja? Also man könnte sagen, ich kümmere mich darum, ich finde heraus, was daran mich interessiert und ob ich das machen möchte. Man kann sich ja auch vorsichtig vortasten. Ne? Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Energie. Erstmal gucken, erstmal beobachten. Aber auch da ist vielleicht Intuition drin, wo du sagst, finde ich das gut, ich muss in mich hineinfühlen. Ne? Versuch's, test es aus, das ist die beste Methode.
Ja, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Freitag, 2. Juni 2023. Ja, wir haben Saturn und Neptun in den Fischen. Kreative Energie, die Gefühle sortieren, klären natürlich. Wir haben die Kommunikation mit Sonne in Zwillinge. Wir haben den Mond im Skorpion. Der Mond im Skorpion ist nachdenklich, will den Dingen auf den Grund gehen, will sie genau ergründen, verliert sich manchmal auch in dieser, naja, ich sag jetzt mal, herausfindenden Position. Man sollte nicht zu viel grübeln und man sollte auch nicht zu viele negative Gedanken kreieren. Besser ist es, sich darum zu kümmern, Fakten zu klären mit Jupiter, Merkur und Uranus und auf der anderen Seite seine eigenen Gefühle zu klären. Vielleicht mit der Venus im Krebs, die eben Intuition schärft und natürlich auch das Miteinander, das Kollektiv. Man kann ja auch andere um Rat fragen oder man kann sich irgendwohin zurückziehen, wo die Freunde sind, wo die Familie ist, wo man sich wohlfühlt und wo man dann vielleicht auch ja sich sicher fühlt, um Entscheidungen zu treffen oder es sich gut gehen zu lassen. Wir haben den Mars im Löwen. Der ein oder andere möchte etwas vielleicht auch sehr stark durchsetzen. Das kann auch Druck ausüben bedeuten, auf dich vielleicht oder umgekehrt. Das wäre nicht so gut. Besser wäre es, wirklich an die Fakten zu gehen und zu schauen, was ist jetzt wirklich die bessere Alternative und was ist gut für mich auch langfristig gesehen. Womit kann ich leben? Was finde ich gut? Und wenn du dir nicht sicher bist, solltest du vielleicht noch etwas warten mit Entscheidung. Was haben wir? 9 der Kelche. Da ist so die Vorstellungskraft dessen, was du gerne möchtest. Da bist du dir nicht ganz sicher. Ja, vielleicht ist der Weg noch nicht so wirklich ausgebaut, ne, gedanklich. Nur das Gefühl ist da, ne, oder dieser Wunsch nach etwas. Es ist wichtig, dass du mit Optimismus da eine Klärung herbeiführst. Also langsam aufbaust, wie komme ich dorthin oder möglichst nah meiner Wunschvorstellung. Wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, wie, dann sollte ich auch nicht hastig vorgehen. Aber ich darf Optimismus haben, dass ich die Dinge erreichen kann. Mich selber motivieren oder auch andere motivieren. Wir haben den Ritter der Kelche, liebevolle Energie. Das ist ja das, wo ich sagte, zu Hause oder mit Freunden oder mit Leuten, die dich umgeben, wo du dich sicher fühlst, wo du das Gefühl hast, ja, ich habe so eine Rückendeckung, ich kann alles Mögliche schaffen. Das kann dazu beitragen, dass diese Unsicherheit vergeht. Aber hör auf dein Bauchgefühl und höre auch auf das, was die anderen sagen. Entscheide dich aber dafür, wo du wirklich selber am meisten zustimmst, ja? Und dann kommst du deinen Zielen und deinen Träumen einen Riesenschritt näher. Aber lass dir bitte Zeit. Du wirst auf jeden Fall unterstützt und man ist dir wohlgesonnen. Das ist doch schon mal schön. Hab einen schönen Freitag und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder.